Liebe ist für mich das Lebenselixier. Ohne Liebe ist alles andere unwichtig. Hallo, ich bin Petra Marleen und komme aus Hannover. Weißt du, was deine Vornamen bedeuten? Also Petra aus dem griechischen Pet, also der Fels. Empfindest du dich als Fels? Bist du der Fels für deine Mitmenschen? Ja, das bin ich. Also immer schon gewesen. Dieser Name passt wie Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Das ist, glaube ich, so meine Lebensaufgabe. Da zu sein, wo Leute Stütze brauchen. Was ist für dich das Lebenselixier, wenn du mal frei hast? Ich komme in meine Kraft, indem ich mich mit Menschen treffe, der Austausch mit Menschen und ihren Lebensalltag. Das ist für mich so ganz, ganz wichtig. Und mit denen dann auch noch was unternehmen in der freien Natur oder beim Sport, beim Motorradfahren. Das ist für mich Entspannung pur. Für mich ist das Leben ein lebenslanger Lernprozess. Und wenn ich etwas kann, dann suche ich mir eigentlich schon das Nächste, was ich gerne lernen möchte. Was wäre für dich das schönste Kompliment, was ein Brautpaar dir nach einer Hochzeitsfeier geben würde? Wenn sie sich wohlgefühlt haben und wenn sie sich in meiner Rede wiedergefunden haben und ihre Geschichte. Das ist für mich so das Allerwichtigste. Jetzt machst du nicht nur Hochzeiten, sondern auch Trauerfeiern. Warum ist dir das ein besonderes Anliegen? Ich selbst habe schon Verluste erlitten, musste Menschen gehen lassen und ich fand die Trauerfeiern nichtssagend. Ich habe die Verstorbenen dort nicht wiedergefunden und da habe ich immer gedacht, das muss man besser machen können. Das muss man also wirklich auf diesen Menschen bezogen machen können. Kinder in die Welt willkommen zu heißen, ist eine andere Aufgabe. Warum übernimmst du diese gerne? Weil ich mir das für meine Kinder gewünscht hätte, dass es diese Zeremonie gegeben hat, weil es auch ein Fest ist, in dem man Familien zusammenführt und wo auch Großeltern praktisch geehrt werden und auch wo Großeltern Großeltern kennenlernen. Also gerade wenn man vielleicht nicht heiratet, aber ein Kind in die Beziehung kommt, ist das nochmal so das erste schöne Familienfest. Was für eine Art Rednerin bekomme ich, wenn ich dich buche? Eine ganz menschliche, die euch da abholt, wo ihr steht. Ich möchte keine perfekte Zeremonie für euch gestalten, sondern ich möchte den Tag mit euch so zusammengestalten, dass ihr euch alle wohlfühlt. Und da gehören auch mal kleine Malheurs dazu, aber das ist überhaupt nicht schlimm, das ist menschlich und das macht das Ganze auch entspannt. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir perfekt sein müssen. Und es ist total egal, ob du dünn, dick, ob du deine Nase groß oder schief oder irgendwas ist. Wir sind alle lebenswerte Menschen. Ich mit dem rede und irgendwann drehe ich mich um und sage, Hase, du kannst da jetzt auch mal was zu sagen. Und mich ein älterer Mann wirklich ganz lieb anlächelt und sagt, ich wäre so gerne dein Hase, aber ich bin es nicht.